Die Gamescom 2011 war ein Riesenerfolg. Ja, die Europas größte Spielmesse wurde von den Besuchern regelrecht überrannt und teilweise mussten die Fans bis zu 3 Stunden warten, um ihr Lieblingsspiel, das was jetzt so ganz neu auf dem Markt ist, wirklich zocken zu dürfen. Ja, und absolut im Trend sind momentan übrigens die sogenannten Sportspiele. Das heißt, bei dem selbst ein Sportmuffel zu wahren Höchstleistungen mutieren kann und jemand, der talentfrei ist, plötzlich singen und tanzen kann wie sein großes Idol. Viel Spaß. Tanzen und singen wie Michael Jackson. Ein neues Computerspiel macht es möglich. Und das mit einer innovativen, faszinierenden Technologie, der Gestensteuerung. Der Spieler bedient per Hand-, Fuß- und Kopfbewegung den Computer. Tastatur oder Controller sind damit Vergangenheit. Gebraucht werden eine Konsole, Kinect und die entsprechende spezielle Software. In die Konsole sind Kameras integriert, eine normale sowie eine Infrarotkamera. So entsteht ein dreidimensionales Bild. Und das Ganze wird dadurch etabliert, dass einerseits ein Laser rausgesendet wird, ein Infrarotlaser, den man nicht sehen kann, und von der Person reflektiert wird, sodass es hier wieder ausgewertet werden kann und man halt diese Länge oder den Abstand zwischen der Person und der Kamera einen dreidimensionalen Raum darstellen kann. Steuern ohne Berührung. Auch ein interessanter sowie spannender Ansatz für Medizin und Forschung. Zwar werden ähnliche Techniken vereinzelt schon genutzt, können sich aber wegen immenser Kosten nur schwer durchsetzen. Die Technik aus Computerspielen hilft aber jetzt weiter. Das Besondere ist, dass es halt für den medizinischen Bereich zum Beispiel wesentlich günstiger wird, Projekte durchzuführen oder Produkte in Anführungszeichen angepasst an die Bedürfnisse von Patienten zu entwickeln. Möglich wird das durch kostengünstige Standardisierung. Technik und Software werden damit bezahlbar. Und so funktioniert das System. Um die Bewegungen der Spieler zu erkennen, belegen die Entwickler im GameLab in Köln zentrale Gelenke mit Knotenpunkten. Durch die Informationen der Kameras erkennt das Programm, wie diese Markierungen ihre Positionen verändern und setzt die Aktionen um. Mit genau dieser Technologie arbeiten Forscher der Technischen Universität München. Ihr Röntgenspiegel zeigt Teile des Skeletts. Der Einsatz ist für Anatomiestudenten, Kinder oder auch Arzt-Patient-Gespräche sinnvoll. Durch ihre Bewegung entscheidet die Testperson, welche Körperöffnung auf dem Monitor erscheint. Im Grunde genommen sind das erstmal nur 3D-Positionen. Die Kinect gibt uns für jeden Teil des Arms oder des Oberkörpers einen Punkt, wo dieser im Raum ist. Und diese Linien sind eine Visualisierung davon. Punkte und Linien kombinieren die Forscher mit Röntgenaufnahmen aus einem Computertomographen. Daraus berechnen sie ein 3D-Modell. Im Grunde genommen wird dieses Modell genommen und immer der Position des Benutzers angepasst. Also wenn ich mich zur Seite bewege, dann nehmen wir auch dieses 3D-Modell und bewegen es einfach mit. Der Nutzer sieht also nicht seinen eigenen Körper, sondern ein Modell. Im Computerspiel ist das anders. Hier schaut sich der Spieler selbst an, auf einer virtuellen Bühne im Michael Jackson-Look. Diese spezielle Player-Projection-Technologie ist allerdings eine aufwendige zusätzliche Entwicklung. In unseren Spielen haben wir immer 3D-Figuren. Das sind 3D-Figuren, die künstliche Texturen, gemalte Texturen. Der Kopf von irgendeinem Charakter ist gemalt, artistisch gemalt. Aber trotzdem ist es eine 3D-Figur, die auch Gelenke enthält. Und was jetzt hier passiert, ist die Kombination von der 3D-Figur und die Oberfläche, die Textur, die man auf dieser Figur sieht, ist aber nicht eine gemalte, artistisch erzeugte Textur, sondern ist eigentlich das ausgeschnittene Spielerbild. Das Bild des Spielers kombiniert mit den Bewegungsinformationen der Infrarotkamera projiziert den Tänzer in das Spiel. Auch die Forscher der Universität Konstanz setzen diese 3D-Technik ein. Allerdings richten sie die Kameras nicht auf eine Person, sondern auf Hindernisse im Raum. Diese Informationen wandeln sie in Vibrationssignale um. Blinde Menschen erhalten damit eine perfekte Orientierungshilfe. Auf einer zweiten Ebene ist eine Wegbeschreibung programmiert. Dafür sind Markierungen notwendig. Die Webcam nimmt Tags auf, das sind kleine Marker, die wir an die Wand zum Beispiel hängen können, und wir kodieren dann einfach Nachrichten in diesen Markern und sagen dann zum Beispiel nach links laufen, nach rechts laufen, je nachdem, wo man hinlaufen muss. Die Hinderniserkennung funktioniert über die Tiefenkamera, das heißt, die Tiefenkamera erkennt Objekte,
die in der näheren Umgebung sind und liefert uns dann einfach den Hinweis, dass links, rechts oder in der Mitte ein Hindernis ist. Die Technologiebasis ist identisch, das Design dagegen noch nicht. Bei einem Computerspiel wie Michael Jackson The Experience arbeiten rund 50 Grafiker an der Optik. Zuerst sichten sie Bildmaterial von Originalaufnahmen des King of Pop, dann werden sie selbst aktiv. Wir bauen tatsächlich für sowas ein 3D-Modell einer Bühne, ob sie nun in echt existiert oder nicht, spielt keine Rolle. Dann werden darauf entsprechende Materialien-Eigenschaften vergeben, es werden Lichtquellen platziert, es werden vielleicht sogar Effektlichter platziert. Und das ist so ähnlich, was wie auch die Filmbranche das machen würde. Und die Designergebnisse jedenfalls überzeugen schon jetzt. Spieleentwicklung und medizinische Forschung, ein Zusammenspiel, das mit Sicherheit in Zukunft häufiger anzutreffen sein wird.